Konnichiwa Anime und Game Otakus, willkommen zurück zu einem neuen Part von Dragon Quest Builders. Ja, ich habe an dieser Stelle hier aufgehört. Wir haben ja jetzt neue Mitglieder. Wir kennen sie schon aus den anderen Kapiteln. So, fangen wir mal an hier zu reden. Barbarella. Mensch, hier ist es ja schick. Na schön, wo ist denn das Bad? Oh, kein Bad, wie? Schade, nachdem ich von Kohl bis hierher gelaufen bin, könnte ich wirklich ein bisschen heißes Wasser um die Waden vertragen. Also, Liza, dann wird's wohl Zeit, dass du den Drachenfürsten vorknüpfst, wie? Ich wusste ja, dass es mal so weit kommen würde, seit wir uns das erste Mal in Kohl über den Weg gelaufen sind. Deshalb habe ich den Jungs gesagt, sie sollen alle Bücher in Leogalis Bibliothek durchackern. Und was für dich rausfinden? Das Geheimnis, wie man die Königsklinge schmiedet. Oh, die sieht cool aus. Das ist der berühmteste Schatz von Kohl und genau das richtige Werkzeug, um den Drachenfürsten den Kopf kürzer zu machen. Ich werde dir später alles haarklein erzählen, aber erstmal muss ich die Füße ein bisschen hochlegen, sonst fallen sie mir nämlich gleich ab. Ach, hätte ich es fast vergessen. Ich habe ja ein Präsent für dich dabei. Die Früchte unserer Arbeit sozusagen. Eine ultimative Waffe. Zauberkanone. Oh, danke schön. Vielen Dank. Das ist ja lieb von dir. Das kennen wir doch. So, Roy. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich dich nie wiedersehen muss. Aber leider muss ich dich doch wiedersehen. Er ist nämlich ziemlich gemein immer gewesen zu mir. Bei meiner hochschlagenden Hartolle. Das ist also das berühmte Schloss Tantigil. Der Ort, an dem der Kantlin-Chronik zufolge das Herz von Alfgard, ich lese es immer falsch vor, tut mir leid, schlägt. Es mag hier ja momentan nicht so bunt und lebhaft zugehen wie in Kantlin, aber wie ich sehe, hast du schon große Fortschritte beim Wiederaufbau gemacht. Ehrliche Laser, deine Kräfte scheinen grenzenlos zu sein, aber werden sie ausreichen, um den mächtigen Drachenfürsten selbst zu Fall zu bringen? Huhuhuhuhu, was für eine lächerliche Frage. Wenn du nicht das Zeug dazu hast, den Drachenfürsten zu besiegen, dann schafft es niemand. Womit wir bei dem anderen Geschenk wären, das ich dir geben möchte. Ich will dich in das Geheimnis einweihen, oh Gott, ich lese gerade so furchtbar, wie man die legendäre Rüstung baut, die du tragen musst, wenn du gegen das alte Schuppengesicht ins Feld ziehst. Sobald ich mich der Prinzessin vorgestellt habe, so viel Zeit muss schließlich sein, nicht wahr? Ho, 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 ho. Ja, ich weiß ja nicht, ob das eine gute Idee ist. Ach übrigens, La Roche wollte, dass ich dir das hier mitbringe. Die Monster hier sind nicht gerade menschenscheu, was? Du wirst diese Sachen brauchen, um sie so weit wie möglich vom Schloss fernzuhalten. 30 St... Oh, danke schön! Oh, das ist so lieb von euch! Ich muss dir ein kleines Geständnis machen. Es war eigentlich gar nicht ich, dem die Göttin erschienen ist, sondern Pilli. Aber Pilli hat mich gebeten, an ihrer Stadt zu kommen. Sie wollte die Menschen in Kantlin nicht im Stich lassen. Oh, dabei fällt mir ein, Pilli hat mir einen Proviantkorb für dich mitgegeben, den sie bis zum Rand mit etwas gefüllt hat, was sie Pflaumenbeere-Surprise nannte. Okay. Aber auf dem Weg hierher fing das Essen derart an zu stinken, dass ich es loswerden musste. Ich meine, voluminöse Wanst ist es sicher aufgehoben. Wow, du blödes Arsch. Entschuldige, Leise, aber keine Sorge, es war einfach köstlich. Hohohoho. Dankeschön, darum mag ich ihn nicht. Blöd, Mann. Manu, ich wollte das auch essen. Wie unfair. Was soll denn das? So, kack. Dann könnt ihr mal sehen, wie gemein der zu uns einfach ist. Da hat er unser Leckeressen jetzt auch gefuttert. Was für uns bestimmt war. Ich mach das mal so. Ich glaube, hier ist meine Schatzkammer, ne? Ich muss sie... Ich mach das jetzt einfach hier hin. Eigentlich wäre es schlauer, wenn ich die seitlich mache, weil die dann halt immer die Mauer angreifen. Deswegen wäre das einfach schlauer. Wenn ich das so mache. Ich weiß halt aber nicht, von welcher Richtung die immer kommen. So.
Solange es mich nicht trifft, alles gut. So, jetzt habe ich hier mal ein Evil Emblem. Bäh. Hey! Wo kommt denn hier rein? So, wir müssen noch jemanden, noch einen Weisen finden. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Müssen wir noch gucken. Ich habe ja das hier bekommen. Ich verstaue das einfach mal. Ich glaube, ich brauche das jetzt gar nicht. Also ich bin mir nicht sicher. Wenn ich es doch brauche, haben wir ein Problem. Das brauche ich hier gar nicht reinpacken. Ich mache das hier rein. So. Hier haben wir noch Stachel. Hier habe ich auch noch... davon habe ich auch noch zwei. Ich nehme die mal mit. Warum habe ich die eigentlich hier... Nehmen wir mal mit. So, die ganzen Waffen hier kann ich alles super gebrauchen. Okay. Wir müssen jetzt noch einen Weisen finden. Ich glaube, ich mache das direkt mal. Ich bin jetzt halt nicht sicher, ist das jetzt hier oder auf einer anderen Insel? Das sieht so aus, als ob es auf der anderen Seite ist, also dass ich reisen muss. Also es sieht so aus, dass ich das Portal benutzen muss. Ja, ich glaube. Ich guck trotzdem einfach mal. Kann ja sein, dass hier doch hier hinten irgendwas ist, aber ich glaube eher nicht. Die sind wahrscheinlich alle bei dem anderen Teleportal. Also wir haben die anderen beiden ja auch dort gefunden. Wäre jetzt das Logischste eigentlich. Aber man kann ja mal... nachschauen. Und das mit der neuen Klinge finde ich sehr interessant. Ich muss sie mir mal angucken, was ich dafür brauche. Ja, es sieht so aus, als ob ich jetzt woanders hin muss. Ja. Okay, und da ich zu faul bin zu laufen. Nee, das geht auch schneller, ist besser. Wenn wir jetzt eine schnelle Reise machen. Beziehungsweise, wir fliegen ja wieder zurück. So. So, wir müssen den Weisen finden. Das wollen ja alle irgendwie. Betreten! So, mal gucken. Wir müssen da lang. Ich hoffe, es ist richtig. Ich weiß es halt nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin mir wirklich nicht sicher, wo ich hin muss. Weil da vorne war jetzt auch nicht gerade viel, oder? Ich habe keine Ahnung. Ui, hey, hey, hey. Ja, Dankeschön für die Federn, kann ich gut gebrauchen. Die Eier kann ich auch sehr gut gebrauchen. Wo ist denn das? Wo soll ich denn die Person finden? Die... Hä? Ob der irgendwo da ist? Oder die? Ich weiß ja nicht genau, wen wir jetzt treffen werden. Das könnte eigentlich nur die Nonne sein, oder? Wie hießen die nochmal? Ich habe ihren Namen vergessen. Die Nonne ist doch auch noch da. Oder gehörte Roy auch zu... Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wer zu wem gehörte. Zu welcher Siedlung. Ich habe keine Ahnung. Aber hier hinten war nichts. Ich bin gerade etwas verwirrt. War ich hier hinten überhaupt... Ich weiß es wirklich nicht. Naja, werden wir gleich sehen. Ich weiß es nicht. Du triffst mich, ja? Unfair.
So, ich futter mal was. Ich habe keine Ahnung. Hier hinten ist aber niemand. Komisch. Ich bin gerade etwas ratlos. Da lang? Okay. Manchmal verwirrt mich die Karte einfach. Ich habe keine Ahnung. Wirklich. Egal, ich und Wege finden. Ganz furchtbar. Könnte aber auch hinhauen. Na gut. Wir schauen uns das einfach mal genauer an. Irgendwo muss ja die Person hier sein, die wir suchen. Oh, nicht du schon wieder. Hat der Butter? Also, ist es dieser Butterdrache? Schade. Oh, jetzt sind zwei da. Oh mein Gott, ich hasse euch. Kann ich hier rein? Ich habe keine Ahnung. Aufschließen. Nee, kann ich nicht. Okay. Das war tiefes. Oh Mann, ich muss einmal außen rum. Ist hier ein bisschen schwierig, gerade was zu sehen, weil es so dunkel ist. Oh, ich fall. Ja. Auch noch reinspringen. Alles klar. Alles klar, Leisa. Ich muss außen rum und spring trotzdem rein. Sehr, sehr genial. Der Weg sagt hier lang. Mal gucken. Ich bin etwas verwirrt. Aber ich scheine hier noch nicht gewesen zu sein. Oder die Fackeln sind da. Ah, ich bin verwirrt. Es könnte ruhig wieder hell werden. Ich sehe nämlich kaum was. Tust du nicht. Was lassen diese fallen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ah, okay. Essen. Sehr schön. Autsch. Waren hier drin nicht die Sachen, die ich sammeln wollte? Und ich das dann dachte, ich kann es nicht sammeln, weil ich mir irgendein anderer Hammer oder so fehlt. Ich brauche nur diese knalligen Kugeln, ne? Ich hoffe, der kommt jetzt nicht hier rein, der Geist. Das wäre etwas doof. So, ich hatte noch ein paar gemacht. Wo sind denn die? Da unten. Also ich konnte nicht sehr viel machen. Yay! Mehr, mehr! Whee! So macht das Spaß! Oh fuck, ich komme nicht weg! Okay, halb so wild. Yay! So macht das Sammeln echt Spaß. War es das, was ich nicht... Das konnte ich kaputt machen. Das hier aber nicht. Gut.
muss ja nur wieder rauskommen, ne? Ja. So, Silber, Orichalcum, Obsidian, so. Ich hab's schon wieder falsch ausgesprochen. Wie immer. Verzeiht mir. Gut, das hätten wir erledigt. Ich muss halt noch mehr machen. Man braucht dafür aber Eisenbarren, braucht man für diese knalligen Kugeln. Man braucht von diesen... Hier sieht man keinen. Doch, da sind sie. Diese Kugeln da, diese explodierenden Felsen. Da brauche ich dieses komische Bum-Bum. Ich habe keine Ahnung, wie man es nennt. Das. Toll. Das ist nicht nett von dir, dich hier einzumischen. Ja. Kann ich noch mehr knallige Kugeln machen? Das macht auch Spaß, weil man... man kann ganz schnell die Sachen sammeln. So. Wo muss ich denn jetzt aber hin? Hier ist doch eine Sackgasse. Kann ich auch noch rein. Ich weiß nicht, ob sich das aber lohnt, weil ich habe nicht mehr so viele knallige Kugeln. Ich sehe nichts. Wo ist denn? Ach, ich habe keine Ahnung. Das ist so verwirrend hier. Hier oben oder ganz woanders? Da ist halt nämlich auch dieser grüne Stein. Also diese Kristallkugel, die mir den Weg markiert. Ich glaube, das ist hier falsch. Egal, wir sammeln trotzdem ein paar Sachen, eigentlich gebrauchen kann. Ganz umsonst bin ich nicht hier. Zum Glück. Hier war ich anscheinend auch schon, hier oben. Ich im Wege bin, das ist ganz, ganz schlimm. Ah. Seht euch das mal an. Hier war ich noch nicht. Nee, ich war hier noch nicht. Das würde dann bedeuten, dass hier wirklich die Nonne kommt. Würde ich mal sagen. Ja. Das war nämlich in diesem Gebiet war sie da. Ich war hier noch nicht. Ich wusste gar nicht, dass es hier auch ist. Cool. Geil. Also, mich freut das, dass wir das hier wiedersehen. Da kann ich mich ausruhen, glaube ich, oder? Ein kleiner Schutz. Wenn ich den mal zumache. So. Wir schlafen mal. Einfach mal ein bisschen ausruhen. Wunderschön. Wir müssen auch mal schlafen. Immer nur kämpfen und alles ist ja doof. Ich sortiere mal kurz. Also ich packe mal das meiste wieder weg. Verwirrt mich sonst nur. Ich sammle einfach mal ein bisschen ein, weil ich nicht weiß, ob ich das gebrauchen kann. Und was passiert, wenn wir hier Weihwasser hinpacken? Reinigt das Land, es passiert gar nichts. Cool. Okay, es passiert aber gar nichts. Die Schaufel. Kratzwurz. Mussten wir das überhaupt jemals benutzen? Ich glaube nicht. Das ist eine Höhle. Hier sind mehrere Höhlen sogar.
Ach du heilige Scheiße. Hier kann man so viel sammeln. Eine sehr große Menge kann man hier sammeln. Ich brauche mehr knallige Kugeln, verdammt. Ach du Kacke. Ja, ja, ich sehe schon. Da fange ich an zu sabbern, weil ich nicht so alles kann, diese ganzen Rohmaterialien. Oh, das sah doch irgendwie. Ja, irgendwie sah es aus wie ein Gegner. So mitten im Weg, so ganz komisch. Ich werde einfach noch mehr Kugeln herstellen, also diese Bomben. Das ist am sinnvollsten. So, wie komme ich denn jetzt hier rüber, ohne zu vergiften? Oh, der Baum. Der erinnert mich an Digimon. Wie hieß dieser Baum? Cherrymon, ne? Der erinnert mich einfach total daran. Ich hatte mal Angst vor dem. Der hat mich irgendwie immer... Ah, stimmt. Der hat mich immer irgendwie... Weiß ich nicht. Der fand ich immer sehr, sehr creepy. Einen verdrehten Baumstamm. Das klingt nicht gesund. Und diese gruseligen Schnecken wieder. Komm her. Ist mir scheißegal, wenn ich jetzt hier vergiftet bin. Dich nehme ich mit. Wow, hat sich ja gelohnt. Wow, wie das leuchtet, ne? Wunderschön. Also, es sieht echt cool aus. Das fällt total hier auf. So ein Stock, okay. Ast. Ich will hier nicht so in die Flöre rumlaufen. Macht halt Damage. Ist nicht so toll. Was ist das da für ein Loch? Was ist das für ein Loch? Das ist ein Teleportal. What the fuck? Hey, das ist unfair. Wow. Wie unfair. Alter. Das ist neu. Kranker Shit. Da, oh, da sind ja noch mehr so eine Dinger. So auf... Ja, auf Dauer können die einen ganz schön platt machen, ne? Die kann man one-hitten, aber die machen halt... Oh mein Gott. Die machen halt auch Schaden. Ich wusste gar nicht, dass es sie sowas gibt. Geil! Ich habe irgendjemanden um Hilfe... Da, ja, da ist sie ja, die Nonne. Geil. Ich hab die vermisst, die mochte ich. Ja, wow, 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 wow. Hey. Das ist nicht fair. Ja, und jetzt abhauen, ne, du kleiner Pisskopf. Okay, ich rede jetzt einfach mit ihr. Das verfehlt sie sehr knapp. Oh je, Mini, was soll ich nur tun? Die gütige Rube ist höchstpersönlich, ist mir in einer Version erschienen und hat mich geheißen, nach Tantigel zu reisen, um einen gewissen Gegenstand zu bringen. Wie konnte ich nur so töricht sein, zuzulassen, dass die Monster ihn mir stehlen? Ach, wenn es doch nur jemanden gäbe, der all ihre geheimen Tunnel vernichten und den Gegenstand zurückholen könnte. Ach, du dort, Wanderer, nimm das. Auf diesem Berg wimmelt es von Bestienbauern und du musst sämtlich... Bestienbauern? Ach so, Bestien bauen. Ich habe Bauern gelesen, sorry. Bauen. Also, die Löcher da. Und du musst sämtliche davon für mich zerstören. Kennt sie mich nicht mehr? Also, sie sieht mich wahrscheinlich gerade nicht, weil sie Angst hat. Dankeschön. Dankeschön. Bitte finde den Schauderstab. Ich weiß, ich sollte eine Wildfremde nicht so um einen großen Gefallen bitten, aber ich habe ja so große Angst vor den Monstern. Und die Monster in diesem verfluchten und verdorbenen Land sind nur furchterregender als die in meiner Heimat Remulda. Ach, wenn mein Engel nur hier wäre, müsste ich mich nicht auf die Hilfsbereiche von Fremden verlassen. Au, 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 Alter! Du hast, das gibt's doch nicht hier. Da,
hauen die mich schon wieder platt. Sie kann mich jetzt gerade nicht sehen, weil sie mich gar nicht anschaut. Sie hat Angst. Kann ich verstehen. So, mal Gegengift nehmen. Okay. Ich sehe schon, da sind diese ganzen Löcher. Gut. Ich würde sagen, ich mache hier aber erstmal einen Cut. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Schaltet dann wieder ein und bis dann.